Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Ich fange heute nicht im Spiel an, sondern auf dem Desktop von meinem Computer, weil ich habe es auf die PTU 320 geschafft. Und da ich mit einem HOTAS-System, also mit Joystick und Throttle spiele, bereite ich da gerne immer die Konfigurationen schon vor. Im Live-System habe ich die Konfiguration gespeichert. Falls mal irgendwas schief geht, da kann ich das dann wiederherstellen. Und in der PTU, da wird das nicht übertragen. Also rufe ich als erstes meinen Dateimanager auf, gehe in meinen Ordner, wo Star Citizen ist, Robert Space Industries, Star Citizen, auf dem Live-Server, im Ordner User, Client, Null, Controls, Mappings. Da ist meine XML-Datei gespeichert, die die Konfiguration meines HOTAS-Systems enthält. Das kopiere ich mir mit Steuerung C, gehe dann zurück. Ich habe das natürlich schon vorbereitet und suche mir denselben Ordner auf dem PTU-Server oder in den PTU-Dateien. Also gehe ich in PTU, User, Client, Null, Controls, Mappings und mit Steuerung V füge ich die Datei dann ein. Jetzt kann ich dann das Spiel starten und wähle dann natürlich nicht live auf, sondern PTU. Und es gibt gleich ein Update. Dem stimme ich zu. Das Update ist durchgelaufen. Und jetzt starte ich das Spiel. Sowas mache ich eigentlich immer, wenn ich das vorher mitkriege. Und das mache ich sowieso ab und zu auch. Ich sichere mir meine Einstellung vom Joystick, also vom HOTAS-System. Und ich sichere jetzt nicht in PTU rein, sondern in einen extra Ordner, auf eine extra Festplatte, sichere ich mir auch den Ordner Profiles. Also diesen ganzen Ordner, den sichere ich. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass man da, falls man das mal braucht, dass falls irgendwas schief geht, dann kann man das wieder einspielen, wenn man selber sein System crasht oder so. Jetzt haben wir ein neues System. Ich bin jetzt in der 320. Für 320 ist ja bekannt, dass es Änderungen in der Tastaturbelegung gegeben hat. Und darum probiere ich diese Änderung erstmal im Arena-Commander aus. Bevor ich diese aber ausprobieren kann, muss ich die Joystick-Konfiguration natürlich erstmal laden. Da gehe ich auf Options, dann auf Keybindings, wähle mir Joystick HOTAS aus und Advanced Controls Customization. Dann schon wieder zurück nach Control Profiles und da ist das Profil, das lade ich mir jetzt. Einfach dadurch, dass ich es drauf drücke, dann wähle ich hier Joystick, rechter Stick und wo ist der zwei? Ach, hier ist ein Scrollbalken. Genau, da ist das Throttle und lade das. Jetzt könnte ich das natürlich alles mal durchgucken, überprüfe. Also ich weiß, ich habe ein paar Tasten belegt. Das sind diese Öffnen- und Schließen-Geschichten. Die habe ich auf so Schalter gelegt am Throttle. Dann Flugbewegung. Ja, das ist immer noch dasselbe. Da ist der Joystick für Struff. Ja, genau, das sollte passen. X-Achse, Y-Achse. Hoch, runter, rechts, links. Habe ich noch was? Turbo ist die Taste. Speed Limiter, das ist so ein spezieller Schubhebel.
Hat gestimmt. Okay, das probiere ich dann aus. Jetzt habe ich es geladen. Jetzt kann ich dann wieder zurückgehen. Wenn ich das vorher nicht kopiert hätte, diese XML-Datei, dann würde diese Datei hier nicht angezeigt werden. Also ohne das Kopieren der XML-Datei fehlt diese Datei. Dann müsste ich alles neu einstellen oder eine Standardeinstellung nehmen. Aber so nicht. Und genau. Und jetzt gehe ich in den Arena Commander, der ja auch neu ist. Da kann ich Flieger auswählen. Will ich aber nicht. Ich finde die schon ganz gut. Und ich kann das Loadout auswählen, Waffen. Da ist ein Panther-Repeater drauf. Ich wollte das eigentlich immer mal, also mit Laserwaffen, nicht mit Repeatern. Und das hat in der 3.19 nicht funktioniert. Da konnte ich diese ausgeliehenen Waffen, konnte ich nicht montieren. Und das probiere ich jetzt gleich aus. Und ich klicke auf den Gimbal, gehe nach rechts unten und baue das aus. Dann habe ich eine, genau, linker Flügel ist ein Dreier. Jetzt kann ich eine Dreierwaffe einbauen. Was haben wir an Dreierwaffen? Ist die FL33, ist eine Dreierwaffe. Jetzt kann ich die ausleihen. Confirm. Das hat bisher auch immer geklappt, aber das Einbauen hat nie funktioniert. Aber jetzt kann ich es equippen. Und es wird auch hier angezeigt. Links oben, linker Flügel, FL33, Laserkanone. An der Nase. Den baue ich aus. Muss ich da drauf? Hä? Nein, nein. Was kommt nach der FL33? FL44 gibt es die? Ich brauche eine Vierer Laserwaffe. Ah nee, das habe ich auch schon ausgebaut. Nein, habe ich es ausgebaut? Ich muss da drunter. Irgendwie bin ich etwas irritiert. Ich habe den Varipuk. Den will ich nicht. Ich bin jetzt rechter Flügel. Jetzt bin ich rechter Flügel. Nein. Nein. Ich suche mir jetzt eine Viererwaffe und die baue ich dann da ein. So. M6A ist die Viererwaffe. Die leihe ich mir aus. Bestätige die Leihe. Ich habe übrigens einen Haufen Kohle. Jetzt auf dem Patch. Equip Item. Und geschafft. Und jetzt schaue ich mal, was ich beim rechten Flügel so mache. Da muss ich wieder anequippen, also ausbauen. Jetzt habe ich hier eine, aber die ist ja schon. Da ist nichts. Wenn ich die jetzt da einbaue, das würde. Ach, ich leihe mir jetzt noch eine. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? FL33. Ausleihen. Bestätigen die der Leihe. Und. Equip Item. Jetzt habe ich rechts eine FL33, links eine M6A und in der Mitte eine M6A und links auch eine FL33. Das bestätige ich. Jetzt ist es auch in Gelb.
Waffen tausche ich nicht aus, da kenne ich mich nicht mit aus, welche Waffen oder welche Raketen da wichtig sind. Ich gehe jetzt zurück und wähle mir. Ich möchte ja nicht kein Rennen fliegen, den Pirate Swarm aus. Ich gucke gerade mal, was es so gibt. Fliegen. Gun Rush. Da könnte man den FPS, also den First-Person-Shooter-Kampf mit Waffen ausprobieren. Aber das ist PvP, das ist zu heftig. Wenn es sowas gäbe wie hier, wie den Pirate Swarm, wo ich gegen NPCs kämpfen könnte im Bunker, also so richtig gemütlich zum Üben, das fände ich gut. Aber hier gibt es noch ein, es ist aber auch PvP. Wobei ich sagen muss, ich finde das schon gut. Jetzt hier das neue Menü und dass das Ausleihen funktioniert hat. Aber mal sehen, wie weit ich komme. Jetzt habe ich Piratenschwarm ausgewählt. Da gibt es auch irgendwas mit Karten. Ja, genau, da steht's. Karten online, offline. Es gibt keine Belohnung. Ist sowieso egal. Ist eine PTU. Und ich starte. Ich hoffe, dass ich jetzt auch das Schiff bekomme, was ich ausgewählt habe. Die Avenger Titan. Avenger Titan. Waiting for one player. Das bin ich. Das ist schon mal gut. Man sieht, F gedrückt halten. Rechts sind meine drei Laserkanonen. Und wie man am Rumzuppeln merkt, Joystick hoch runter funktioniert, links rechts funktioniert, drehen funktioniert und Schub funktioniert nicht. Schub funktioniert immer noch nicht. Habe ich die Motoren an? Irgendwie funktioniert mein Throttle nicht. Darum ist es gut, das hier im Arena Commander auszuprobieren, weil sonst stehst du da in deinem Hangar und das Schiff fliegt nicht vorwärts. Darum breche ich das mal ab, gehe in die Optionen, wieder in Keybindings. Joystick holt das. Und dann muss ich wieder rumscrollen nach oben. Flight Movement. Und da hat mein Throttle, also vorwärts, rückwärts, Schub und Gegenschub hat nicht. Ja, hier genau. Diese Taste ist irgendwie entweder nicht übernommen worden, weil. Also nicht übernommen worden. Was ist. Backward, absolute und relative. Forward, backward, absolute, relative. Was hatte ich immer? Keine Ahnung. Ich belege das jetzt neu mit meinem Throttle. Yes. Und zurück. Return to game. Und schon fliegt mein Maschinchen. Die Waffen funktionieren auch. Ah, das gefällt mir jetzt nicht. Ich hätte gern die starke mittlere Waffe nicht als erstes. Nicht als erstes, nicht auf dem ersten Feuerknopf, sondern. Erst wenn ich ganz durchdrücke, mein System. Und dazu kann man ja hier. Du sollst still bleiben. Die Waffenkategorien ändern. Ich kann es ausschalten und anschalten, kann ich. Aber ändern kann ich nicht. Das war doch auch einfach mit Klick.
Was habe ich hier für Knöpfe? Nö, geht nicht. Dann gehe ich wieder in die Options, Keybindings, Joystick OTAS, Advanced. Jetzt brauche ich aber Vehicles Weapons. Weapon Group 1. Ups, welche war das jetzt? Das war zu viel. Nochmal. Yes. Und die für den Schalter. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt funktioniert. Jetzt habe ich als erstes die FL33. Und dann, wenn ich ganz durchdrücke, alle drei. Jo, genau. So soll das sein. Jetzt bin ich natürlich so lange rumgeflogen, dass meine Waffen raus sind. Jetzt muss ich erst wieder zurück. Und mal sehen, ob die Zielaufschaltung funktioniert. Die funktioniert auch noch. Oh, sind die weit weg. Das wäre das nächste. Habe ich nur einen Gegner? Ja, ich habe nur einen Gegner. Ich könnte mit dem Turbo fliegen. Turbo funktioniert. Aber da ich sowieso so weit weg bin, Raketen. Raketensystem funktioniert. Zwei Raketen. Ah, ich bin zu dicht dran. Ich habe übrigens keine gegimbelten Waffen, weil ich die stärkeren Waffen wollte und ich wollte das auch üben, ohne Gimbal zu fliegen, weil man dann die stärkeren Waffen einbauen kann. Was sich jetzt mit dem 320 allerdings ändert, weil in der 319 war es oder ist es bisher noch so, dass wenn ich einen Gimbal nutze, ich eine Waffenkategorie schwächer nur einbauen kann. Mit der 320 wird es so werden, dass die Waffenkategorie die höchste ist, die möglich ist, aber wenn ich den Gimbal einschalte, die Waffe schwächer wirkt. Ich weiß nicht, was da schwächer wird, die Schussfrequenz oder der Schaden oder die Aufheizung schneller oder alles zusammen, keine Ahnung. Also ich finde das andere System besser. Wenn ich mit Gimbal fliege, dann habe ich gefälligst eine schwächere Waffe einzubauen. Das war jetzt gut. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was für eine Dingsbums, was für eine Gegner ich da hatte. Muss ich erstmal zu meinen Kumpels fliegen. Und dieses Draft, das seitwärts, funktioniert auch. Oh nein, das ist jetzt irgendwie die Ansicht, die Außenansicht. Da dreht er den Kopf. Der falsche Hebel. Aber die Düsen bewegen sich, genau. Das sieht man jetzt natürlich ohne Vergleichspunkt. Aber man meint, das Schiff fliegt nach unten. Jetzt fliegt das Schiff vielleicht nach oben. Genau, die Steuerdüsen nach oben haben weniger Schub. Jetzt haben sie wieder mehr Schub. Jetzt fliege ich mal nach links. Jetzt nach rechts. Also gleiten. Rollen. Funktioniert sehr schön. Aber jetzt kommen wieder keine Gegner.
Das ist ein Fehler, den ich in der 3.19 schon mal hatte. Ah, nein, das ist mein eigener Radar Lock. Doch, da kommt einer. Vermutlich habe ich nur gefehlt. Jetzt nochmal Raketensystem. Ich hatte schon aufgeschaltet. Nein, zwei waren mir zu viel. Drei waren mir zu viel. Zwei reichen mir. Dann bin ich wieder zu spät. Unkonzentriert durch das Geratsche. Boah, das war jetzt knapp. Was ist da um mich rum? Auf jeden Fall hat es mich zerrissen. Aber ich probiere jetzt noch mal diese andere Einstellung aus, weil ich meine, dass mit der Geschwindigkeit vorwärts, rückwärts, das funktioniert nicht so, wie ich das in Erinnerung habe. Vehicle Mobilis. Nix. Ah, ich nicht ablenken lassen. Erstmal das eine fertig machen. Flight Movement. Den löschen, auswählen und dann mit der rechten Maustaste die Bindung lösen. Ich habe jetzt relativ, jetzt mache ich mal absolut. Und gehe zurück. Zum Spiel zurück. Mal sehen, was jetzt passiert. Das gefällt mir besser. Ah, da ist mein Gegner. Eine Gladius, für die nicht so gut. Gibt es nicht irgendwelche leichteren? Oh, ich könnte schon schießen. Stell die Schilde auf ein Drittel hoch und die Waffen auch auf ein Drittel hoch zu Lasten der Triebwerke. Entzünde ich wieder meinen Gegner nicht. Ach, Raketen. Wow. Weapon System. Ist die durch die Schilde gegangen, die Rakete? Und Major Torque Imbalance. Also mein Schiff ist nicht mehr wirklich manövrierfähig. Ich brauche vielleicht mal ein Reparaturkit. Ich fliege jetzt wieder sehr konzentriert. Treffe aber nichts. Das wäre jetzt ein Grund, mein Schiff ist nur noch halb zu sehen. Wieder ein paar Mal getroffen. Also das mit dem ohne Gimbal Computerunterstützung zu fliegen, das muss ich noch ganz schön üben, glaube ich.
Selbst wenn er steht, treffe ich ihn nicht. Ah, da ist aber keine Reparatur. Reparatur brauche ich. Nächsten Feind. Das war, glaube ich, ganz gut. Schilde schon mal weggepustet. Und jetzt nur gucken, dass ich das auch ausnütze. Bisschen getroffen. Oh. Ja, ich habe sie irgendwo, aber ich weiß wieder nicht, wo ich die habe. Naja, egal. Ich muss ein wenig Fliegen üben. Aber das Ziel war ja, dass ich überprüfe, also ich wollte überprüfen, ob meine Joystick-Konfiguration passt, ohne dass ich die ganzen Einstellungen im Menü durchgehe und anhand meiner Liste, die ich vielleicht irgendwo geschrieben habe, das alles umstelle, sondern einfach durch Try and Error. Und wie gesehen, der Schubregler, der wurde nicht übernommen, die Einstellung. Das konnte ich jetzt korrigieren. Und jetzt kann ich dann zum Spiel zurück. Nein, nicht zu diesem Spiel. Ich breche das jetzt ab. Return to Game, Proceed to Menu. Das funktioniert, glaube ich, war vorher auch ein bisschen schwierig, hier aus dem Spiel raus wieder in dieses Menü zu kommen. Das hat immer nicht so richtig funktioniert, glaube ich. Und jetzt kann ich dann ins Universum gehen, ins Ich muss meine Nase neu auswählen. Da gibt es irgendwo... Ne, die Options wollte ich nicht. Irgendwo gibt es doch eine Standardeinstellung. Ja, so ein Quadratschädel finde ich schon gut. Und ich mag aber... Geht noch nicht. Accept. Ach, Begin Bleeding. Oh, ist der blass. Also ein bisschen dunkel bin ich ja schon auch. Hey, so ein Glatzkopf hätte ich schon gern. Also den Kopf hätte ich gern da. Aber das habe ich noch nicht geschafft. Skin. Der sieht eher gelb aus. Ja, so ein bisschen. Auf vielen, von vielen Sonnen beschienen. Haare. Ich habe nicht mehr so viele Haare. Nein, 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 nein. Oh, Zotti. Ja, das finde ich gut. Bisschen mehr könnten sein, also so Zentimeter, das wäre meins. Ja, das baut sich. Also ich würde mich ein wenig versuchen nachzubauen. Aber das reicht. Da ist jetzt auch diese Würfelgestalt. Da kann man das alles zufällig machen. Safe. Ich möchte das Tutorial nicht spielen. Also springe ich drüber. Stanton. Ich mag mein Area 18. Ja. Hier unten kann ich nochmal den Charakter nochmal anpassen, wenn es mir dann doch nicht gefällt. Zustimmen. Und Ladeversuch. Oh, es gibt neue Farben. Nee, so schnell kann ich nicht scrollen, wie der da mir das durchjagt. Das ist die Circumflex-Taste. Da kann ich diesen Output, Lade-Output vom System mir anzeigen lassen, um zu erkennen, ob was vorwärts geht oder ob ich vielleicht einen Hänger habe oder der Server einen Hänger hat
Und die Zirkumflex-Taste, das ist diese Taste ganz oben links. Das ist das Hütchen, das Dreieck, diese Pfeilspitze nach oben und der Kreis drüber. Also links neben der 1 ist es normalerweise. Auf deutschen Tastaturen. Und jetzt schalte ich es wieder aus. Konsole nennt sich das. Und aufstehen. Und ich bin blau. Da ist nur Pflanzen. Wo bin ich? Wo bin ich? Hey, sie stehen nicht. Sie stehen nicht auf den Tischen. Wahnsinn. Oh, ein Hektiker, da laufe ich doch gleich zur Seite. Ich bin aber ein wenig komisch angezogen. Mein schönes grünes Zeug. Aber woher soll er das wissen, dass ich das immer anhabe? Steigt da ein. Er fährt bestimmt auch nur runter. Ah ja. Irgendeiner hat gedrückt, ich weiß nicht. Da ist der Server wohl ein bisschen mit der Darstellung hinterher. Nein. Dann drücke ich mal Ground Floor. Mal sehen, ob er da auch mitkommt. Nö. Verstehe ich jetzt nicht. Da passen mindestens 1, 2, 3, 4, 6 Leute rein. Aber er wollte wohl nicht. Area 18. Sehr schön. Jetzt gucke ich dann gleich mal ins Mobiglas. Also bei mir hat mit F1 funktioniert. Und mit Tab nicht. Irgendwie haben die Leute gesagt, es wurde auf Tab umgelegt. Bei mir ist es auf F1. Da ist nichts mit Tab. Kann ich eigentlich dieses nach rechts, links lehnen? Das kann ich nicht ausprobieren. Jetzt egal. Ah, die Sternenkarte soll ja das erste Mal die Sternenkarte gedrückt und ich scrolle bis ganz hin und kann was erkennen und werde nicht geblendet von irgendwas im Hintergrund. Finde ich gut. Verträge. History. Ja, okay. Die ist weg. Ob mein Ruf auch übernommen wurde? Nein, Ruf wurde nicht übernommen. Ich muss also jetzt auch in der PTU 320 ganz neu anfangen. Ich habe auch nur relativ wenig Liefermissionen. Eine. Und da war ich ja recht gut dabei. Könnte ich gleich anfangen hier, Lyria. Sal 2, Sal 5. Aber ich mag jetzt nichts fliegen. Und genauso diese Bounty Hunter. Ah, Bounty Hunter war Luftkampf. Und Mercenary, das sind die in the area, das sind die Bunkermissionen. Das ist gut. Das probiere ich dann in der nächsten Runde aus. Für den ersten Einstieg in die 320 reicht das, glaube ich. Daher verabschiede ich mich und sage auf bald, Bürger der Sterne, zu den Sternen. Ad Astra.